Kaugummi Baum. Immer noch geil. So. Am Überlegen. Oh, riesen Zuckerstangen. Oh, geil. Das ist der Wald voller Zuckerstangen. So. Einfach nur cool. Es gibt so viel Krams. So viel Krams ohne Blech, also es ist echt Wahnsinn. Ja, so coole Sachen. Aber wir haben schon mal ein bisschen was dekoriert von dem ganzen riesen Ding hier. Aber ich möchte es auch nicht jetzt zu dekorieren, sonst können wir die ganzen anderen Bahnen nicht mehr bauen, die wir eventuell noch hier zu bauen haben oder können, möchten. So ein kleines Wagending hier nochmal so. So ein wieso baue ich eigentlich immer die Eingänge so doof? Jedes Mal da anstatt hier. Ich muss das noch ein bisschen üben, denke ich. Ach Mann. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Das ist echt krass. Der Herr Damno hätte es mir bestimmt sagen können. Er würde auch sagen, zu lang schon. Spielen wir wieder UO oder so. Spukhotel, Seifenkistenrennbahn. Oh, cool. Haben wir hier irgendwo noch Platz für so eine Seifenkistenrennbahn? Ich weiß, ich packe hier das echt zu voll, aber. Nein, stopp. Stopp, 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 stopp. Jetzt bauen wir das schon wieder auf der falschen Seite, wa? Nee, da müssen wir es ja weiter, der. Ach, das ist doch doof. Nee, Moment. So. Also wir werden hier anfangen. Die Passagiere zum Einstieg. Wirklich nur noch kleine Sachen zu bauen. Das ist. Wir haben ja nicht mehr so viel Platz und ich habe auch noch viel, ich möchte auch noch viel Deko bauen und leider, ich muss auch sagen, die Staffel, also das ist jetzt eine Staffel, denke ich mal. Also, falls ich noch Lust habe, mache ich irgendwann nochmal eine zweite Staffel oder so, dann werde ich das umbenennen, aber so werde ich das jetzt in ein paar Let's Plays auch schon wieder beenden. Es ist nur so ein kleines Zwischenhäppchen-Ding-Spiel. Ich bin nämlich zurzeit auch noch an andere Sachen am Let's Playen. Also vorbereiten, gucken, was ich spielen kann. Und dann
werden wir uns dann auch schon mal mit dem nächsten irgendwann auch wiedersehen. Mich wird man ja nicht so leicht los. Muhaha. Laserschlacht. Das können wir gerne nochmal bauen hier. Wir werden das mal so hinsetzen. Und die Straße so windig machen. Und das werden wir hier so. Und nicht vergessen anmachen. Wahnsinnig wichtig. Ja, was könnte man noch bauen? Also die Leute laufen hier auch schon lang. Das ist fantastisch. Aber wir brauchen mehr dieser kleinen Buden, so wie es aussieht. Also die laufen ja überall auch viel lang, wo noch nichts zu essen oder sonst irgendwas ist. Setzen wir hier hin, so. Wir werden auch gleich noch Putzfrauen. Also wir haben eigentlich immer zu tun hier. Es gibt eigentlich gar kein Ende. Wir werden hier kurz mal Bänke hinsetzen. Auch nicht zu viele. Da sehe ich, da gibt es auch schon Mülleimer. Gut. Werden wir trotzdem noch mal einen hier hinsetzen. Hier. So. Pommes. Pommes geht immer. So. Und dann werden wir mal großzügig im Park noch mal Reinigungskräfte und so weiter hintun. Und Sicherheitstypen, Reparaturtypen, die laufen ja anscheinend durch den ganzen Park. Die haben gar keinen festen Punkt, wo sie nur hin dürfen oder so. Ach nee, das ist der Pfleger. Warte, das ist der Typen. So. So. Damit überall etwas ist an Unterhaltung und so weiter. Und ich werde nochmal speichern, auf sicherheitshalber hier. Ja, wir möchten speichern. Ja, ist gut. Mir ist nämlich schon mal das Spiel abgeschmiert. Leider. Aber kann man manchmal eben halt nichts gegen machen. Und deswegen gehen wir hier auf Nummer sicher. Oh, Hähnchen. Hähnchen, 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 Hähnchen. Bock, bock. Hier so. Eigentlich sollte ich hier mal mehr machen. Hier ist nämlich gar nichts. Ja. Bänke. Oder ich baue mal wieder einen Park. Das ist doch mal die Idee. Wo nur? Nur wo könnte man einen Park bauen? Hier in Ruhe? Ja, da bauen wir einen Park. Und zwar brauchen wir dafür wieder die Straße. So. Wir bauen uns mal einen Park wieder. So. Dann können wir den mit dem so verbinden. Und einmal, glaube ich, so, wenn es klappt. Ja, wunderbar. Oh ja, hier können wir auch einmal. Super. So, und in diesem Park machen wir dann wieder Bänke natürlich und Mülleimer. Das ist ja für die Entspannung gedacht, hier so. Und so. Und jetzt kommt die Dekoration. Das ist ja im Park das Allerwichtigste, meiner Meinung nach. Das soll ja richtig nach Erholung und sowas aussehen. Haben wir denn hier irgendwie was Schönes, Kleines hier? Eichhörnchen und sowas haben wir hier. Das ist auch eine interessante Variante. Dann setzen wir hier unten mal Eichhörnchen hin. Und oben so auch, mehr oder weniger. So. Und in Entenform haben wir auch sowas. Die setzen wir mal hier hin. Ich weiß, das sieht jetzt nicht wirklich nach Park, Entspannung oder so aus, aber das kommt noch. So. Einfach so, wie die Bäume gewachsen sind, haben sie dann die beschnitten. Die haben das Fledermausform. Ja, geht. So, was haben wir denn hier jetzt?
Ich suche jetzt eigentlich mehr so. Gruselig aus. Sci-Fi kann aus. Abenteuer aus. Atlantis ist eigentlich ganz schön. Trauminsel. Oh, hier, das hört sich gut an. Western aus und. Safari kann aus. Das kann aus. Gucken wir jetzt nochmal, was übrig geblieben ist. Einmal der schöne Boden hier. Bus. Genau, wir stellen uns hier einfach mal einen Bus rein und den starren wir dann die ganze Zeit an. Ich denke nicht. Nein. Korallenriff habe ich auch nicht so das Interesse dran. Wir werden noch einen zweiten Park bauen. Hier. Aber erstmal müssen wir jetzt da. Ein römischer Hof? Ne, passt auch nicht rein, ne? Ne? Dazu auch nur Schachbrett? Ne, das sieht doof aus. Das sieht doof aus. Ich habe immer noch diese Hühnerstelle hier. Nee. Wo waren wir denn stehen geblieben? Irgendwo hier? Ein U-Boot? So, kann sich da hinten ein U-Boot ansehen. Aber ich habe doch mal was anderes noch gesehen. Wo ist denn das? Sag mir nicht, dass es eins der verrückten Sachen hier ist. Einfach mal einen Leuchtturm irgendwo hin. So, aber ich wollte eigentlich was Ruhiges haben. Dann gucke ich einfach mal bei den Pflanzen. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Flaches oder so. Rosen. Oh, das ist schön. Rosen gehen immer und sind immer sehr, sehr schön. Jetzt irgendwas Schönes. Nee, zum Schnitt nicht. Nee, ein kleines Blumenbeet, das sieht man ja dahinter schon gar nicht mehr, wenn man so große Rosensträucher hat und alles. Ja, passt. So. Oh, die Bahn ist ein bisschen laut. Nur ein Fahrgast? Ich fahre das Ding nicht nur für einen Fahrgast? Das ist ja übertrieben krass. So, na gut. Dann werden wir hier mal gucken, was wir Schönes hier kredenzen können. Haben wir hier irgendeinen schönen Boden, der denn ähnlich ist? Ja.
Wunderbar.